Ja, Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zum Abo-Special-Video zu 500 Abonnenten. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist ultra geil. 500 ist so viel. Danke für eure Treue, fürs Abonnieren, Kommentieren immer. Ich freue mich darüber. Ich lese jeden Kommentar. Ich versuche immer zu antworten. Und überhaupt, ihr seid die Geilsten. Ja, zum Wohle auf die Abonnenten. Keine Verherrlichung von Alkohol, bitte. Das ist Limo. Das ist beides Limo. Ja, ist schon gut. Schon wirklich. Auch auf die Nicht-Abonnenten, die trotzdem regelmäßig die Videos gucken. Korrekte Sache. Ja, gut. Wir haben ja uns dann diesmal gedacht, ihr dürft eure Fragen stellen und ich beantworte die einfach mal, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Und dann wird die gute Judith uns das gleich mal vorlesen, was ihr so für Fragen hattet. Und ich guck mal, wie ich die am besten beantworte, weil da sind so ein paar Sachen bei da. Ich habe da keine Antwort drauf, aber da kommen wir dann zu. Müsste ich auch noch vorstellen. Wie denn? Das ist mir doch egal. Ich bin Judith, ich bin seine treue Begleiterin und gerne auch Lebensgefährtin. Gelegenheitslebensgefährt. Hallo? Und ich bin eigentlich fast immer mit dabei, eigentlich immer. Leider. Ich kann ein bisschen mitreden, aber nur ein bisschen. Ja, ich werde euch dann heute die Fragen vortragen. Okay. Und Schrob X Scrabble. Erstmal geiles Intro und machst du später auch mal was mit Abonnenten, also mit Abos in Parks gehen und etc. Ich komm nochmal rein. X Scrabble schrob uns erstmal geiles Intro und machst du später auch mal was mit Abonnenten, also mit Abos in Parks gehen etc. Erstmal danke. Mit Abonnenten in den Park gehen, ja, warum nicht? Also, ich poste das ja eh immer, wenn, also meistens, wenn ich irgendwie unterwegs bin, aber es ist bei uns immer sehr kurzfristig, wenn wir in den Park starten. Das ist meistens abends. Lass mal morgen da und da hinfahren. Sonst poste ich es immer so, wenn dann halt jemand da ist und mich treffen will oder sonst was. Kein Thema. Quatscht mich einfach an, hab da ja auch schon ein paar Mal gemacht. So, ich bin locker, ist cool. Können auch gerne mal zusammen irgendwas starten. Was du meinst, ist wahrscheinlich so ein Abonnententreffen. Ich weiß nicht, also wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass das echt so viele Leute sind und da so viel Interesse besteht, würde ich sowas auf jeden Fall mal machen, aber dann auch nur irgendwie in Zusammenarbeit mit einem Freizeitpark, damit wir dann noch was Cooles machen können und irgendwelche Special Actions haben, nicht einfach nur alle stumpf in den Park laufen. Aber dafür muss, glaube ich, der Kanal noch ein bisschen größer werden. Aber dann machen wir sowas. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf, finde ich cool die Idee. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Coaster World HD hat uns geschrieben, direkt zwei Fragen. Einmal beantworten wir erstmal die eine. Welche Achterbahnarten bist du noch nicht gefahren und welche davon würdest du sehr gerne mal fahren? Flycoaster bin ich noch nicht gefahren und möchte ich unbedingt mal fahren. Stand-up-Coaster bin ich noch nicht gefahren und möchte ich unbedingt mal fahren. Ja, Flawless. Dive-Coaster ist ja auch eigentlich flawless, aber ja, mal so eine richtige Fahrt, nicht sowas wie Krak. Was gibt es denn noch so für Typen? Flycoaster, jetzt habe ich das alles schon. Fly, Stand-Up und Flawless. So, das wären die Sachen, die mir jetzt spontan einfallen, die noch fehlen, wo ich Bock drauf hätte. Nochmal von Coaster World. Von allen, die du bisher gefahren bist, du darfst dir eine in den Garten stellen. Welche wäre das? Ja gut, das geht jetzt Passen ja wird auch die nicht. Krake. Von denen, die ich gefahren bin, die ich gerne dann hier haben würden, tue. Oh, das ist schwierig, weil das ist echt Wenn du schwierig. mal die Fantasie spielen lässt. Colorado. Ich würde Colorado nehmen. Die macht Spaß. Was denn? So. Ich weiß nicht, so Richtung Expedition GeForce, Goliath, sowas. Das ist halt echt bequem, cheesy, cool. Das ist wirklich auch wieder so eine richtig schwierige Frage, finde ich. Das ist schwer zu beantworten, weil es halt so viele verschiedene, so geile Achterbahntypen gibt. Man hat ja auch nicht immer Lust auf denselben, ne? Also. Ein Hybrid. Man geht ja in so einen Park, weil da viele verschiedene sind und nicht nur immer derselbe. Deswegen. Müsste ich mir selber einbauen.
Launch Coaster mit sehr viel Invasion, der nur Hüftbügel hat und komplett aus Holz gebaut ist und zu 50% Indoor mit sehr krassen Effekten ist und mindestens dann auch noch drei Lifte hat. Ja. Ja. Den müsste. Sitzt man da drin in jedem Wagen anders oder was? Ich sitze da alleine drin. Nee, ich meine. Oh. Da darf kein anderer mitfahren, das ist ja meine Achterbahn. Das ist dann der einzige Count, den ich nur ich habe und niemand anders. Aber okay, wir haben auch einen Count, da kommt nicht jeder dran und den kriegt nicht mehr jeder. Nee, das ist vorbei jetzt. Also wenn ihr den nicht habt, dann habt ihr Pech. Ringracer. Aber hat sich auch nicht gelohnt. Weiter. Michi Neumi hat geschrieben, welche Kameras verwendest du? Wie filmst du deine On-Rides? Also wie befestigst du die Kameras dabei? Und mit welchem Schnittprogramm arbeitest du dann in der Nachbearbeitung? Das habe ich eben schon mal überflogen gehabt, deswegen habe ich hier was vorbereitet. Also erstmal fangen wir mal von hinten an. Schnitt ist, das ist ja Quatsch, von hinten anzufangen. Ja. Womit filmst du? Ich möchte ja keine Werbung machen, aber ich filme mit Smirnoff Eis. Ich habe angefangen früher mit 14 Jahren, langes Jahr mit einem fetten Camcorder, da habe ich schon On-Rides gemacht. Davon gibt es gar keine online, da gab es auch gar kein Internet. Und dann habe ich auch noch mit kleinen Camcordern habe ich viel gefilmt. Und dann kam irgendwann dieses schöne Gerät, die GoPro Hero 2. Ist eigentlich ganz cool, ein bisschen, ja, das ist noch so ein geiles Gerät zum Zeitraffer-Videos im 360-Grad machen, aber das tut ja nicht zur Not. Ja, Hero 2 von GoPro auf jeden Fall, sehr cool, kann auf jeden Fall schon was, aber würde ich mir jetzt so nicht nochmal holen, weil die 3 viel geiler ist, denn haben dann auch hier noch die GoPro HD Hero 3 Black Edition. Da müsst ihr auf jeden Fall auch drauf gucken, so dass das die Black Edition ist. Weil die Silver Edition gibt es ja noch. Die ist wie die 2 und die White Edition ist wie die 1. Deswegen direkt die Black Edition. Sehr geil, sehr klein, kompakt, wasserdicht. Die kannst du von mir aus auch noch verlieren unterwegs. Die geht nicht kaputt. Macht sehr geile Aufnahmen, meiner Meinung nach. Dann filme ich auch noch mit einer vergammelten, kaputten, abgefuckten DSLR-Kamera, der Canon EOS 500D. Gerade ein Tamron-Objektiv drauf, 18-200. Habe auch noch das Kit-Objektiv im Einsatz. Damit filme ich auch noch und mache zwischendurch, wenn ich daran denke, Fotos. Und ich filme mit, warte, dieser Kamera da, das ist die Sony HDR NX5E irgendwas. Das sind sogar wir. Das sind wir. Okay. Ja, und schneiden tue ich da. Sehr schön. Ja, geil. Gut, dass du gerade in Achterbahn drauf bist. Ja, das Glück ist mit den Doofen. So, das sind so die Kameras, mit denen ich arbeite. Ich habe hier dieses Kopfband von der GoPro. Nee, das geht schon. Das Kopfband von der GoPro, das habe ich bei Dark Rides auf oder bei irgendwelchen Quatsch. Ja, wo es halt gerade cool ist, wo es nicht wirklich viel rappelt, wo du die Kamera nicht so schnell verlieren kannst. Ansonsten sehr empfehlenswert ist dann dieser Brustgurt. Sieht ein bisschen aus, wenn man den anhat, wie so ein Sport-BH, auf jeden Fall bei mir. Der Zipra. Check den mal aus beim Homeshopping. Der Zipra. ja, und jetzt gerade in dieser Konfiguration mit sehr vielen komischen Kram dran, so eine ganz einfache Schraubklemme. Also hier kommt die Kamera drauf, da. Und hier kannst du drehen und dann dreht sich das zusammen und man kann die fast überall festklemmen. Ja, genau. Ja, überwiegend halt mit der BroPro Hero 3 Black Edition. Sehr cooles Gerät. Ja, das sind so die Kameras, die ich benutze und die Befestigungsmöglichkeiten, die ich nutze. So ein Teleskopstab habe ich auch noch, Stative, Time-Zeitraffer-Ding hier, Time-Lapse, Schizzle-Manizzle.
Time Lapse. Ja, mein Englisch ist wie alle anderen Fremdsprachen bei mir sehr wack. Ja, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Machen wir weiter. Das Schnittprogramm hast du noch nicht erwähnt. Ich habe das Schnittprogramm. Ich habe das Schnittprogramm nicht erwähnt. Ich bin aber auch ein schlimmer Lümmel. Schneiden tue ich aktuell mit Magix Video Deluxe 16 Pro oder einfach nur 16 ohne Pro Deluxe Edition. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Magix. So, das ist auch schon was älter. Das ist jetzt auch schon 5 Jahre alt oder so, das Programm. Ich kann da gut mitarbeiten. Da kann man, wie man vielleicht sieht, echt fast alles mitmachen. Viel geht auch mit Paint. Nächste Frage von The Jacko 1010, toller Name. Was hältst du vom Hansapark und was erwartest du von Kernern? In Klammern die aktuell geleakten Infos. Hansapark finde ich saugeil. War schon 6-7 Mal da, keine Ahnung. Dann die ersten 5-6 Male halt mit maximal bis 10 Jahre war ich alt. Also letztes Mal war ich 10 Jahre alt, davor noch jünger, logischerweise. Und vor 2 Jahren war man dann nochmal da. Da war ich dann schon etwas älter. Ja, da war ich schon 12. Und ich feiere den Hansapark. Ich finde den saugeil. Sehr schöner Park. Geile Bahn, nettes Personal. Ist eigentlich immer leer. Beste Lage direkt an der Ostsee. Fluch von Novgorod ist eine saugeile Achterbahn. Nessie war meine erste Achterbahn mit einer Inversion, die ich gefahren bin. Schnitzel. Geile Schnitzel, geiles Frühstück. Ja, die dicken wieder. Ja, Kernan, da weiß ich nicht, was ich davon halten soll, was das werden soll. Ich bin da noch sehr zwiegespalten. Ja, kann sich halt erstmal nicht vorstellen, dass der Hansapark da so ein Ding hinhaut, ne? Ja, vor allem auf dem Platz und die Infos, die da sind, die verwirren einen, glaube ich, irgendwie mehr als alles andere. Aber ich bin sehr gespannt und ich werde das sofort, sobald die Bahn steht, auschecken für euch. Gut, dann kommen wir zu unserem Stammgast auf dem Kanal, Flavio Romanellet, La Ramora Nica Nangbeng. So, dann kommen wir jetzt zu unserem Stammgast auf dem Kanal, Flavio Romanello. Vielen Dank. Erstens, ein paar Fragen hat er schon. Lieber Fett Airtime oder viele Inversionen? Fette Inversion mit viel Airtime. Gehört beides. Also Airtime gehört zu jeder Achterbahn dazu. Und bei jeder zweiten gehören auch noch Inversionen dazu. Ja, würde ich mal so sagen. Fette Airtime mit vielen Inversionen. Ja, zweitens, was ist dein Lieblingspark von den Rides hier? Von den Rides her. Achso, Entschuldigung. Ja, Deutsch und Englisch mischen ist auch eine Kunst. Nee, ich dachte, er meint hier, hat sich nur verschrieben. Zweitens, was ist dein Lieblingspark von den Rides her? Park Asterix. Park Asterix hat alles. Du hast einen geilen B&M Inverted Coaster. Du hast Tonner des Zeus, einen ultra geilen Woody. Du hast Goderix. Geile Inversions Vekoma Looping Bahn. Du hast 2 Junior Coaster. Du hast eine Bobbahn. Die brauchen jetzt noch einen Launch Coaster. Dann haben die alles. Ja, ich würde mal sagen, Park Asterix ist von den Rides her, von der Vielfalt und von der Coolness her. Ja. Europa Park finde ich auch sehr geil. Walibi Holland finde ich sehr geil. Ja, und dann hört es mit der Vielfalt auch schon auf. Ja, so würde ich mal sagen, das ist cool. Ja. Drittens, was ist dein Lieblingspart? Park von der Thematik Deko? Ja, ganz klar, ganz einfaches Ding, Phantasialand. Da kann keiner mitficken. Das ist Kingshit. Besser geht's nicht. Also Disneyland kommt nah dran, aber da finde ich es immer, das ist klar, irgendwie umgesetzt und technisch sind die irgendwie ein bisschen besser. Bloß die haben halt immer diesen Disney-Bonus, weil man das ja alles aus seiner Kindheit erkennt und deswegen ein bisschen mit anderen Augen betrachtet. Und das Phantasialand schafft einfach eigene Welten aus dem Nix und haut thematisch sowas von auf die Kacke und so bis ins kleinste Detail rein. Da ist ja alles bedacht so und überlegt und unfassbar krass. Das ist
Man kann ja auch einfach nur ins Phantasialand fahren, um sich das alles anzugucken. So machen wir es im Winter immer. Ich fahre nicht im Winter ins Phantasialand, um was zu fahren, sondern ich fahre im Winter ins Phantasialand, um was zu sehen. Weil die komplette Thematik so übertrieben geil und krass ist. Meiner Meinung nach. Viertens, wirst du in naher Zukunft eine Europatour oder so machen oder doch erst versuchen, in Deutschland das Beste zu schaffen? Ganz, ganz Wunderpunkt gerade. Ganz, ganz schlecht. Ja, wir hatten eine sehr geile Italien-Tour geplant, die dank Italien selbst irgendwie gerade ins Wasser zu fallen scheint. Wir hatten uns dann einen geilen Campingplatz ausgesucht, weil wir auch irgendwie die Kosten natürlich so gering wie möglich halten müssen, weil wir kein Geld haben, weil wir arm sind. Und dieser Campingplatz hat einfach nicht geantwortet. Die haben sich 72 Stunden Zeit eingeräumt selber, bis die antworten. Danach habe ich denen noch einen Tag gegeben, da kam immer noch nichts. Dann habe ich eine zweite Anfrage dahin geschickt. Da kam immer noch nichts nach dieser ganzen Zeit. Und dann haben wir natürlich weiter versucht, irgendwie irgendwas zu finden in der Nähe oder was anderes, Campingplatzmäßiges. Es ist alles schweineteuer und war dann auch nicht da, wo wir hin wollten. Das war uns aber dann auch irgendwie mehr oder weniger egal. Aber jeder Campingplatz hat gesagt, bitte mindestens 7 Übernachtungen. Und dann wird das wieder so utopisch vom Preis her, da kann ich auch für 3 Tage ins Hotel gehen. Geplant war nämlich jetzt nächste Woche Gardaland, Mirabilania und Conniland, sind 2 Parks in Italien und einer in der Schweiz. Das, ja, das wissen wir noch nicht, ob das... Ja, das werdet ihr sehen, ob da Videos kommen oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Auf jeden Fall wird auf diesem Kanal noch Italien kommen, Schweiz wird irgendwann kommen. Wir haben mehr Frankreich, es kommt noch mehr Frankreich-Kram, es wird England dazukommen, es wird in den Norden gehen, Dänemark, Schweden, Norwegen, all das will ich auch noch machen. Also, das kommt alles noch. Je nachdem, wie es irgendwie hinhaut, zeitlich passt, wollen wir komplett alles abgrasen. Ja, leider. Nee, auf jeden Fall nicht nur Deutschland, sondern auch Europa. Vielleicht irgendwann auch noch weiter, aber... Das ist auch wieder alles spontan. Okay, dann kommen wir zur Frage 5. Wohnst du allein oder mit anderen zusammen? In Klammern, wie im Tripster-Video zu sehen. Klammern zu. Die lassen erstmal alle Leute die Reifen durchdrehen, ist auch geil. Tripster-Video, das war im Hotel. Haben uns mal was gegönnt. Und ja, wir wohnen zusammen. Wir hausen zusammen. Ja, unter der Brücke. Ja, wir hausen zusammen in einer kleinen, süßen Dreizimmer-Wohnung. Mit Garten. Wer kann, der kann. Tripster-Video war wirklich Hotel, geiles Hotel, sehr zu empfehlen. Aber ja, wir wohnen zu zweit. Ab und zu verirren sich irgendwelche Schnapsleichen hier auf die Couch, aber die wohnen dann nicht lange hier. Okay. Frage 6. Oh, der hat aber viele Fragen. Als was arbeitest du? Ich bin Trucker. Ja, genau, Gewinnspiel. Berufe raten. Welche Schweine darf denn sein? Nee, ich fahre LKW 40 Tonner Kühltransporte. So große. Große 40 Tonner. 4 Meter hoch, 18 Meter lang, 2,60 Meter breit. Ja, bevor die Frage dann auch noch aufkommt, Ruhrgebiet fahre ich komplett ab und Holland, Belgien. Ne? Ja. Das ist auch das Problem, dass ich so wenig Zeit habe deswegen, weil das ja so ein netter Job ist, wo man dann auch gerne mal am Tag dann 12 bis 15 Stunden unterwegs ist. Egal. Läuft. Ich gebe mein Bestes für mehr Videos. Ich hoffe, deine Fragen konnten soweit beantwortet werden. Sehr cool. Hat mir gefallen. Coole Fragen. So, nächste Frage von Kevin Renz. Welcher ist dein Lieblingsfreizeitpark und warum? Ja, wie das vielleicht schon durchgesickert ist, ich habe gar keinen Lieblingsfreizeitpark. Ich finde viele Parks sehr cool und sehr geil und ich habe da jetzt keinen bestimmten Favorite. So. Die Frage kommt auch, glaube ich, öfter vor.
Ich mag das Phantasialand, ich mag den Europapark, ich mag Walibi Holland, ich mag Park Asterix, ich mag das Disneyland, ich mag Trips Drill, ich mag den Hansapark. Fortfahren. Fortfahren ist auch cool, stimmt. Hat alles seine Vor- und Ja, Nachteile. kommt drauf an, wo man gerade Bock drauf hat und wie man drauf ist und so, aber es gibt halt einfach nur Parks, wo man weiß, so die sind scheiße und der Rest ist cool. Ja, ich weiß nicht, das ist schwer zu erklären. Ich weiß nicht, ob es bei euch, das, bei euch allen anderen so ist, dass jeder so einen Favorite Park hat. Oder ob es anderen so geht wie mir. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Tobias Flören hat gefragt, was sind deine Top 10 Achterbahnen? Boah. Ja, Reihenfolge geht ähnlich. Ich kann dir sagen, welche ich geil finde. Ich zähle einfach mal auf, was ich geil finde. Ich weiß nicht, auf wie viel ich komme. Und das ist auch jetzt keine Reihenfolge oder so, sondern einfach nur, was mir jetzt einfällt. Fluch von Novgorod, Expedition GeForce, Goliath's Walibi Holland, Karacho, Black Mamba, Osiris, Tonnerre des Zeus, Troy, Joris in der Drak, geilste Holzachterbahn. Beide Seiten. Brum, brum, brum. Was ist denn noch ultra geil? Space Mountain Mission 2. Super geile Bahn. Auch Big Thunder Mountain ist sehr geil. Cop Car Chase im Movie Park war super geil. Ja, genau, warte. Ich habe eine Top 10 Rangliste. MP Express. Limit. Vampire, El Condor, boah, wie heißen die noch alle? Scheiße, Ist scheiße. eine noch Kobra oder so? Nee, das Nein. Nee, ist nicht. das war, nein, absolut nicht, ey. Ja, so, das, ich weiß nicht, ich glaube, da kommt vielleicht durch, in was für eine Richtung es geht. Also, das sind jetzt auch die, die ich gefahren bin. Deswegen, oh. Ja, tut mir leid, ey, ich habe da nicht so Ranglisten. Das ist, ich bin dazu offen für alles. Dann haben wir noch eine Frage von Gerrit Niesen. Was war, slash, ist dein Lieblingspark und warum? Das ist ja ungefähr die ähnliche Frage, die Kevin Retz schon gestellt hat. Ja, und das ist dann auch die gleiche Antwort. Zurückskippen, wenn du es nicht mitgekriegt hast. Ja, keine Ahnung, es tut mir leid, so, aber ich habe da keinen Favorite. Ne? Gut. Ja, hoffentlich. Hoffentlich gut. Köln-Fan98 fragt, wo wohnst du? Über die Antwort wirst du dich vielleicht nicht freuen. Ich verpiss dich, ey. Mönchengladbach. VfL. Weiß nicht, ob die VfL. Fahne vielleicht hinten schon aufgefallen ist. Die weht jetzt gerade nicht, aber die ist hier so. Sorry. Scheiß Köln, ey. Nein, ey. Besten Gruß, Peace, alles cool. Ja, jetzt wissen es auch alle. Mönchengladbach. Mönchengladbach. Gliesi. In Gliesi. Reit. Kurze Frage, kurze Antwort. So, dann haben wir hier noch einen Kommentar von The Coaster Rides. Moin Bro, herzlichen Glückwunsch Moin. zu 500 Abos, Danke. was eine ganze Menge ist. Das stimmt. Wie stellst du dir eigentlich die perfekte Achterbahn vor? Loopings oder Airtime? Welcher Typ will welche Elemente? Theming oder kennst du schon eine perfekte Bahn? Die perfekte Bahn wurde noch nicht gebaut. Ich warte da noch drauf. So, die perfekte Achterbahn hat eine fette, krasse Storyline. Hat einen Themenbereich um sich herum, der unfassbar krass ist, der eigentlich kaum ersehen lässt, dass ein Achterbahn ist, außer an ein paar Stellen. Ist überwiegend auch Indoor. Ist komplett thematisiert, hat thematisierte Wagen. Hat Lichteffekte, Soundeffekte, hat Nebel. Tanklastwagenweise muss Nebelfluid angekarrt werden. Ich brauche überall Nebel drin. Natürlich mit Airtime. Mit, ja, doch, Inversionen müssen rein, die die Story unterstützen. Am besten alles in so einem Horror-Theming. Komplett Grusel, Friedhof, Schloss, Monster, Geister, Gespenster, Kram.
Wie bei Flug der Dämonen meinst du jetzt? Ja, genau, so bis ins Detail thematisiert, wie Flug der Dämonen. Hör doch mal auf, ey! Ich glaube, das wäre der Shit und es müssen neue Elemente da drin sein, die noch nie irgendwo gebaut wurden und neue krasse Effekte, so ein Park, den ich mir dafür vorstellen könnte, der das ansatzweise so realisieren könnte, wie ich das gerne hätte, wäre das Phantasialand. Ich habe da so ein paar Ideen, aber Phantasialand, wenn ihr das seht, fragt mal an, ich kann euch auf den Olymp des Achterbahnhimmels bringen, ich habe da ja, so würde ich die perfekte Bahn ungefähr beschreiben. Phil Snow, hey ho. So, meine Frage wäre, wie viele Punkte würdest du denn dem Phantasialand und dem Europapark von 10 geben? Also welchen du besser findest? Du Schlitzohr. Der alte, ewige Krieg zwischen Europapark und Phantasialand. Ich werde den auch nicht beenden. Acht zu acht. Die tun sich da beide nichts. Phantasialand ist krasser thematisiert, hat geilere Neuheiten, also nicht geilere Neuheiten, aber krasse Innovationen, was es so noch nicht gab. Und überhaupt, mega krass, der Europapark ist halt viel größer, hat viel mehr Achterbahnen, viel größere Achterbahnen, auch immer innovative neue Achterbahnen, aber natürlich dann immer nur von Mack Rides. Und ihr wisst, worauf ich hinaus will, also die geben sich beide, die könnten sehr gut zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, das muss auch nicht immer dieser ewige Battle sein zwischen Phantasialand und Europapark oder Phantasialand-Fans und Europapark-Fans. Chill doch mal. Die Parks sind so weit auseinander, dass sie einfach keine Konkurrenz füreinander sind, meiner Meinung nach. Tobias Flören fragt, was sind deine Top 10 Freizeitparks? Joa. Ich kann ja immer nur sagen, wo ich schon war, so dass, um das zu vergleichen. Wir wissen ja alle, dass Amerika da schon alles in den Schatten stellt, aber ne? Kannst du nicht beurteilen, wenn ich nicht da war. Deswegen würde ich halt auch sagen, ne, wie gesagt, so die Parks, die mir gefallen, sind halt echt Phantasialand, Europapark, Tripsdrill, Hansapark, Park Asterix, Disneyland, bla bla bla, wie eben schon gesagt. So, das sind coole Parks und da auch, würde ich auch wieder kein Ranking machen. So dieses mit dem ganzen Ranking-Kram, da kommen wir noch zu in einem anderen Video Ende des Jahres, da habe ich was mit euch vor, aber ja. Tut mir leid, wenn ich das nicht so beantworten kann, wie es vielleicht gewünscht ist. So, nochmal von Tobias Flören. Was ist deine Lieblingsachterbahn/Fahrgeschäft? Ja. Alle. Ich mag alle. Ich bin kein Streit. Ja, die Fragen wiederholen sich ja ein bisschen. Ja, klar. Ne? Aber wenn es um Fahrgeschäft geht, ist natürlich dann auch wieder sowas wie Mystery Castle, richtig krass, oder Talokan, weil es dann halt innovativ und thematisch übertrieben neuer Shit ist. So noch nicht gesehen. Und Achterbahn, ja, gibt viele coole. Tut mir leid. Boom Fireworks 007, schon wieder eine Frage, die wir schon mal hatten. Welcher Freizeitpark ist dein Lieblingspark? Kannst du dann ja vielleicht einfach nochmal alle zurückskippen. Und welchen Freizeitpark magst du zum Beispiel gar nicht? Da kommt die böse Frage. Das Ringwerk war der schlimmste Freizeitpark aller Zeiten. Was für ein Scheiß ausladen. Ja, das Ringwerk ist der schlimmste von allen. Den reißen sie ja zum Glück jetzt ab. Hoffe ich. Ja. Sonst der Rest, der schlägt sich wacker. Lars Müller schreibt, Lars Müller schreibt, hey Bro, zunächst herzlichen Glückwunsch zu 500 Abonnenten. Merci. Tolle Leistung von dir. Naja, von euch. Und hier meine Frage an dich. Bei welcher Bahn fandest du ein On-Ride-Video zu drehen am schwierigsten und warum? Bin gespannt auf deine Antwort. Desert Race. Auch. Und Ring Racer. Desert Race, weil der Race Control Hubschrauber steht ja direkt vor der Front Row und sieht dich. Und du wirst aus der Station abgeschossen. Und der Heidepark ist ja etwas zickig, was Videos angeht. Und da zu filmen ist natürlich nicht so einfach dann. Aber der nette Mitarbeiter, der die Bühne kontrolliert, war cool mit der Kamera. Der hatte da keinen Vertrag mit dir. Da war alles in Ordnung, deswegen hat das geklappt. Das hätte ich im Vorfeld halt nicht gedacht. Das fand ich dann sehr schwierig. Aber was wirklich schwierig war ein On-Ride-Video zu machen vom Ring Racer.
Weil da vorher jeder mit einem, wie am Flugzeug, abgescannt wird, ob man nichts mehr in den Taschen hat. Metalldetektor Metalldetektor. war das Wort. Dass du nichts mehr in den Taschen hast. Und da musste ja alles abgelegt werden und du durftest quasi nur nackt in die Bahn steigen. Aber auch da habe ich es geschafft, ein Onride zu machen. Ich muss nicht wie Team Procreamer ein Onride-Video mehr rippen und das hochladen, damit ich irgendwelche Klicks abgreifen kann. Das war's. Das war's schon. Ja. Ja, sehr cool. Wunderbar, hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Fand ich cool. Coole Fragen. Cool, dass so viele mitgemacht haben. Ich dachte, da schreibt gar keiner. Ja, was soll ich noch sagen? Ey, vielen Dank. Coole Aktion, hat mir Spaß gemacht. Hoffentlich war das informativ und unterhaltsam für euch. Ich weiß es nicht. Ansonsten auf die nächsten 500 und vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Abonnieren, Kommentieren. Liken, disliken, teilen, whatever. Sehr geil. Es kommt noch so viel. Ihr seid die coolsten. Ich bin raus. Euer Bro. Peace. Hätte jetzt eigentlich exen müssen.